Nach diesem Video wirst du den Ablauf des Abiturs exakt kennen und so genau wissen, was dich am Tag der großen Prüfung erwartet. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und gerade beim Abitur ist ja die eine große Frage: Wie wird es dann ernsthaft auch ablaufen? Denn klar, eine Klausur hast du schon immer mal geschrieben, dich darauf vorbereitet hast du auch immer schon mal gemacht. Aber was dann wirklich die konkreten Unterschiede zwischen Abiturprüfung und einer normalen Klausur, wie du es bisher in der Oberstufe ja auch schon immer geschrieben hast, das werde ich jetzt erklären, wie es eben bei mir damals abgelaufen ist, dass ihr quasi jetzt schon, bevor ihr dann auch wirklich reingeht, schon quasi Wissen bekommt, was ihr eigentlich so nie haben könntet. Ja, ich wusste davor auch nicht, was mich erwartet. Ich kann es jetzt mit euch teilen, damit ihr bestens vorbereitet seid. Erstens, die letzten Stunden daheim. Das sind natürlich die Stunden, wo einem das Herz pocht. Oh shit, Alter, heute ist wirklich meine erste Abiturprüfung. Ich weiß es noch, als wäre es gestern. Ja, ich bin da aufgewacht, dachte mir, shit, Alter, fuck man, heute ist the day. Bei uns war die erste Abiturprüfung Mathe. Und ich denke mir, crazy, Alter, ich schreibe jetzt ernsthaft meine erste Abiturprüfung. Shit. So, und ich bin eigentlich ein total gelassener Typ. Ja, ihr kennt mich. Ich kann mit Stresssituationen sehr, sehr gut umgehen. Habe das vor allem über den Sport sehr, sehr stark bei mir hier oben entwickelt. Aber da ist natürlich so der Moment so, okay, Bro, jetzt zählt's aber wirklich. Und deswegen kann ich euch für diese Phase dieses, ja, großen Tages wirklich empfehlen, habt eure Sachen schon am Vorabend gepackt. Das ist so wichtig, dass ihr euch da nicht dann nochmal anfängt so, oh, ich brauche noch einen Zirkel. Oh, shit, 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 shit. Ich glaube, bei meinem Bruder ist es passiert, dass er seinen Taschenrechner nicht hatte. Ich glaube, er hatte seinen Taschenrechner zum Mathe-Abitur nicht oder so. Hat er, glaube ich, trotzdem 14 Punkte auch wie ich geschrieben. Irgendwie so war das, keine Ahnung. Hat natürlich den Taschenrechner noch bekommen, aber es war auf jeden Fall in der Früh natürlich mega Panik. Und das ist natürlich genau das, was ihr in eurer Zeit dann eben nicht haben wollt. Deswegen habt eure Essenssachen schon vorbereitet, habt eure Sachen gepackt, seid gut vorbereitet, einfach, dass ihr in diesen letzten Stunden oder einer halben Stunde, eineinhalb Stunden, wie viel Zeit du auch eben, bevor es dann in die Schule geht, noch vor der Abiturprüfung daheim verbringen wirst, dass das möglichst gelassen ist. Auch da versucht nichts groß anderes zu machen. Ich habe ganz normal gefrühstückt, ich bin ganz normal aufgestanden, habe ganz normal meine Morgenroutine gemacht. Natürlich alles mit ein bisschen mehr Herzrasen, ja, aber mach alles so normal wie möglich, dann wirst du auch vom Puls her möglichst weit unten sein. Zweitens, der allgemeine Treffpunkt. Bei uns war es so, dass man sich, glaube ich, vielleicht eine halbe Stunde, bevor man dann eben reingehen konnte in den Raum überhaupt, sich schon mit allen vor Ort getroffen hat. Das heißt, man hat einen Treffpunkt zu einer gewissen Zeit, wo es dann einfach hieß, okay, da treffen wir uns in der Nähe vom Abitur-Prüfungsraum und da treffen sich dann alle. Und dann ist natürlich so, dass natürlich das wegen damit alle möglichst früh da sind, damit man sicher sein kann, dass dann auch, wenn es dann ernsthaft losgeht, niemand fehlt. Das ist natürlich organisatorisch sehr gut gedacht. Die Sache ist nur die, wenn du dann natürlich, bei uns waren es zum Beispiel 100, 110 Leute, die bei uns in der Jahrgangsstufe waren, wenn du 100 künftige Abiturienten auf einen Haufen packst, die bald in den nächsten 45 Minuten ihre erste Abiturprüfung beginnen werden, dann ist Panik vorprogrammiert. Und deswegen kann ich dir da empfehlen, versuch zwar zu dem Treffpunkt zu erscheinen, vielleicht wenn du dich da abhaken lassen musst oder was auch immer, geh dahin, aber dann versuch dich innerhalb des Areals, wo du dich vielleicht aufhalten darfst, möglichst weit von den anderen zu distanzieren. Ich habe mich zum Beispiel einfach nochmal ein paar Stufen, ein paar Treppen weiter oben hingesetzt, habe da einfach meditiert. Damit eben niemand, gerade nicht vor der Abiturprüfung, zu dir herkommt und sagt, wie war es nochmal mit der Formel? Wie war es das? Haben wir eigentlich eine Formelsammlung? Kannst du mir das nochmal erklären? Wo hast du eigentlich das gelernt? Ist in dem Fall dann vollkommen irrelevant. Okay, du hast dich gut vorbereitet, setz dich von dir weg und bleib bei dir fokussiert. Drittens, der Einlass. 15 Minuten zumindest bei uns, bevor es dann wirklich losgeht, wirst du reingelassen. Bei uns war es so, dass die Plätze zugeteilt sind, das heißt, man zieht, glaube ich, irgendwie eine Nummer oder der Name stand sogar schon auf dem Platz. Das heißt, da ist kein, oh, ich sprint mal schnell rein, setze mich ganz in die letzte Reihe, wo mich keiner sieht. Wir haben sogar extra in unseren Kunstsälen geschrieben, das heißt, wo nochmal extra mehr Platz ist. Du wirst merken, es ist nicht alles dicht an dicht, sondern zwischen jedem Platz in mindestens 1,5 Meter Abstand war zumindest bei uns so, dass halt wirklich extrem schwer es hast, überhaupt spicken zu können, weil eben natürlich die Sicherheitsvorkehrungen einfach nochmal wesentlich höher in so einer Prüfung sind. Genau, das heißt, du setzt dich hin, hast deinen Platz vorbereitet, packst meistens deine Schultasche, glaube ich, sogar bei uns war es so, dass man nur die Sachen, die man für die Bearbeitung brauchte, auf den Tisch gelegt hat, genauso wie Essen und Trinken auch, und alles andere, inklusive der ganzen Schultasche, hast du vorne abgestellt. Es stehen da vorne erstmal so 30 Schultaschen, das ist auch ein sehr lustiges Anblick, Handy wird abgegeben und dann sitzt du eigentlich erstmal nur da.
Ich glaube, man darf dann, wenn man unbedingt muss, kann man da in der Zeit sogar noch aufs Klo gehen. Grundsätzlich werden aber da natürlich so die letzten Erklärungen gemacht. Ich meine, normalerweise sollte der Lehrer dir schon erzählt haben, was dann eben in der Klausur oder in der Abi-Klausur eben zu beachten ist. Aber da wird es halt nochmal für alle erklärt, für diejenigen, die vielleicht auch in den Stunden in der Schule oder im Unterricht damals nicht da waren. Und ja, dann, das dauert meistens auch nur 5 Minuten und dann beginnt halt meistens das große Warten. Also bei uns war es wirklich so, dass dann locker mal die letzten 5 Minuten niemand mehr ein Wort gesprochen hat. Alle gucken nur auf diese Uhr. Und dann sagt der Lehrer dann irgendwann, go. Dann viertens die Prüfungsphase. Ich kann euch nur sagen, der Start ist in der Regel relativ hektisch. Ja, nimmt auch von Klausur zu Klausur ab, weil die Leute sich natürlich selbst auch dann gewöhnen, Abiturprüfungen zu schreiben. Aber gerade bei der ersten Abiturprüfung ist gerne mal so eine, was steht da drin? Und genau von dieser Stimmung solltest du dich auf gar keinen Fall anstecken lassen. Deswegen, ich empfehle dir unbedingt grundsätzlich zu meditieren. Hier rechts oben findest du da ein Video, wie ich das eben genau erklärt habe, wie man möglichst simpel und gleichzeitig möglichst effektiv meditiert, was dir dann in der Situation eben diese Ruhe, die du brauchst, in dir selbst bringen wird, um eben fokussiert, konstant deine Leistung abzurufen. Dann, ja, wirst du ganz normal schreiben, das wird sich nicht viel unterscheiden von allen anderen Klausuren. Es ist halt dann so, dass vielleicht je nachdem, zum Beispiel in Mathe gibt es ja manchmal hilfsmittelfreien Teil und dann ein Mithilfsmittel. In Englisch hast du zum Beispiel, zumindest bei uns in Bayern eben, eine Hörverstehensaufgabe. Das war bei uns im anderen Raum. Das heißt, es kann sein, dass du innerhalb der Klausur, dann, das wirst du aber eben besser wissen, als ich es dir sowieso sagen kann, aber ich will dich nur schon mal mental darauf vorbereiten, dass du zum Beispiel eine kleine Pause hast, dass du Blätter abgeben musst, die du dann nachher nicht mehr verwenden darfst, dass du vielleicht sogar mal einen Raum wechseln musst. Das heißt, da kann es schon mal sein. Genauso auch mit Klopausen, die müssen auf jeden Fall, musst du dich melden. Du musst dein ganzes Zeug abgeben vorne. Es wird notiert, wann du gegangen bist und wann du wieder gekommen bist. Es wird vielleicht auch deine Sachen, was du bisher aufgeschrieben hast, ein bisschen durchgeschaut, dass eben, falls jemand wirklich ernsthaft spickt, da die Wahrscheinlichkeit nochmal höher ist, dass man ihn auch erwischt. Deswegen macht das bitte nicht. Übrigens, wenn ihr in die Debatte einsteigen wollt, ob man im Abitur spicken sollte, findet ihr rechts oben auch ein ganz, 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 ganz altes Video von mir. Sehr, sehr lustig, sehr, sehr amüsant. Hat auch der Top-Kommentar eine sehr lustige Story dazu geschrieben. Deswegen auf gar keinen Fall verpassen. Und es darf natürlich nur eine Person gleichzeitig aufs Klo. Deswegen, das sind so ein bisschen die Regularien. Aber ansonsten wirst du einfach schreiben, 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 schreiben. Fünftens, nach der Prüfung, ganz ehrlich, da wird nichts Besonderes sein. Du wirst hoffentlich rechtzeitig fertig, Zeit sollte ja eigentlich genug sein, wobei Mathe war es für mich schon echt knapp, es war wirklich knapp. Und in Deutsch auch. Wenn du übrigens Probleme hast, wie man in der Klausur, dass du in der Klausur immer ziemlich Zeit hast und das vor allem in den Abiturprüfen auch nicht haben willst, findest du hier rechts oben auch das entsprechende Video dazu, wo du eben da von mir die guten Lösungen bekommst. Ja, aber nach der Abiturprüfung ist nichts mehr Besonderes. Ja, also du gibst ab und dann gehst du heim. Ja, wie bei anderen Klausuren auch. Vielleicht wirst du dich ein bisschen euphorisch mit den anderen austauschen. Was habt ihr da, 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 da. Aber ansonsten, wie bei jeder anderen Klausur auch, du wirst einfach heimfahren und dann war es deine erste Abiturprüfung. Und dann kommt in den nächsten Tagen die nächste. So wird's Abitur ablaufen. Ich drück euch für allen, die es jetzt geht, natürlich schon alle Daumen. Toi, 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 toi. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch, wenn ich euch einen guten Einblick gegeben habe. Und ansonsten denkt natürlich vor allem für die Abiturprüfungen dran. Ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.